Typen gestellt wurde. Und wenn ich muss Zeichen geben, dass der mal ins Wasser springt, der Mann über Bord. Okay, mal loslegen. Sie sehen hier zwei Boote drin. Das rechts, das ziemlich neuere Boot, ist ein RTB-2, ein Rettungsboot 2. Ist angeschafft worden, speziell für die Personenrettung. Der Seemacht nachher wieder hochgenommen wird, also moderner, viel besser aufzunehmen. Das da vorne, das rote Boot, ist ein MZB, also Mehrzweckboot, das eher für den Arbeitsbereich gedacht ist. Das gab es früher nur in Germersheim. Bei Personenrettung hatte man immer Schwierigkeiten, die Person an Bord zu ziehen. Das sehen wir gleich, mit dem fangen die an. Die Person geht über Bord und sie haben Probleme, wirklich die Person in das Boot erstmal reinzubringen. Einsatzklar ist die Freiwillige Feuerwehr Germersheim ca. in 8 Minuten. Wir können hier sein im Wasser in 12 Minuten. Unsere Fähre ist einsatzbereit in ca. 20 Minuten. Der Personenkreis, wo drauf ist, sind alles Freiwillige. Die machen das alles nur in ihrer Freizeit. Und es sind momentan 26 aktive Freiwillige bei uns in der Feuerwehr, die die Fahreinheit Wasser machen. Das ist der größte von der Feuerwehr. Der hat einen typischen Helly Hansen-Anzug an, so einen Überlebungsanzug. Jetzt versuchen die heranzufahren, Schwimmring zuschmeißen. Ja, der muss auch in Bewegung bleiben, ne, dass er warm bleibt. Also direkt hinschmeißen, langweilig. Man sieht, ein Taucher macht sich schon bereit bei uns. Wir haben auch bei uns in der Feuerwehr einige Taucher mit dabei. Und die wird jetzt zu Wasser gehen, die Person betreuen. Bei uns in der Feuerwehr ist so, der normale Bootsführerschein reicht nicht aus. Alle Bootsführer der Feuerwehr müssen an der Landesfeuerwehrschule den Bootsführerschein absolvieren. Ein normaler Bootsführerschein reicht nicht aus, um das Feuerwehrboot zu fahren. Die Taucherin ist zu Bord, außer Bord und kümmert sich jetzt um die Person. Das heißt, die macht da schon im Wasser die Erstversorgung. Da haben wir Glück, sie ist ja noch Rettungsassistentin, schafft beim DRK. Ja, wir machen Aufgabe speziell Wasserrettung, wie man sieht, die Personenrettung. Wir machen Brandbekämpfung aus dem Mehrzweckboot. Wir machen Schiffshavarien mit bei Öl, Schadensereignissen im Wasser, Hochwasserschutz und die Eisrettung. Sind wir zuständig. Das heißt, wie man es kennt, die wird zunächst mal die Person ansprechen, kurz gucken, wie die Sachlage ist. Die wird auch schon im Wasser, wenn sie es kann, normalerweise die Mund-zu-Nase, Mund-zu-Mund-Beatmung starten. Und jetzt sieht man, wie umständlich die Person jetzt an Bord genommen werden muss. Auch die ganzen Personen müssen eine Feuerwehrgrundausbildung absolviert haben. Wie man gehört hat, gibt es in Germersheim die DLRG seit ca. 4 Wochen nicht mehr. Die Feuerwehr Germersheim hat jetzt momentan sich speziell auf den Fahrenheit Wasser ausgebildet. Wir werden da noch ein bisschen mehr zukünftig übernehmen, um zu gewährleisten, dass irgendwelche Personen, die also havarisiert sind, über Bord gegangen sind, auch im Bagger sehen, sofort Hilfe zu leisten, werden wir von der Feuerwehr eine Fahrenheit gründen, die speziell für das DLRG, bis wieder mal eins gibt hier in Germersheim, das übernehmen, dass also wirklich jede Hilfe gewährleistet ist im Wasserbereich. Man sieht die Absprache. Ich weiß nicht. So, man sieht, die Taucherin hat ein spezielles Spineboard, nennt sich das, unter die über Bord gegangene Person geschnallt, um die Person direkt über die Bordkante an Bord zu nehmen. An! Das übergeht das Mikrofon, Mensch.